Der Junge war 7 Monate zu früh gekommen und wie das Schicksal es wollte, wurde er leblos geboren. Durch die geschickten Hände des medizinischen Teams wurde er wiederbelebt, aber die Herausforderungen waren längst nicht vorbei. Eine Kaskade von Gesundheitsproblemen überflutete das Baby und ließ die Hälfte seines winzigen Körpers gelähmt zurück. In den nächsten 3 Monaten durchwanderten die Eltern das Labyrinth von Arztpraxen auf der verzweifelten Suche nach einem Hauch Hoffnung für ihren kostbaren Sohn. Eines Tages, inmitten des überwältigenden Meeres medizinischer Meinungen, trafen sie auf einen Neurologen mit einer unkonventionellen Verschreibung zur Heilung. Der Arzt, mit einem ernsten Gesichtsausdruck, bestand darauf, dass sie einen Chow Chow oder Labrador in ihr Zuhause bringen sollten. Verwirrt und zögerlich versuchte mein Freund zu widersprechen und verwies auf die Komplexitäten der Pflege von 3 Kindern, von denen eines bereits mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte. Entschlossen beschaffte die Familie einen 3 Monate alten schwarzen Chow Chow Welpen. Die älteren Mädchen waren begeistert von der Aussicht auf einen neuen pelzigen Freund, aber überraschenderweise zeigte der Hund kein Interesse an ihnen. Stattdessen machte sich der kleine Hund auf den Weg zu dem gelähmten Jungen und begann, zu Schock der Eltern, sanft an ihm zu kauen. Verwirrt und besorgt überlegten die Eltern zunächst, dieses ungewöhnliche Verhalten zu stoppen. Doch als sie genau zusahen, erkannten sie, dass der Hund nur die gelähmte Seite des Kindes ins Visier nahm. Kurz nach der Ankunft des pelzigen Heilers betrat eine Masseurin ihr Leben, in der Hoffnung, zum Genesungsprozess des Kindes beizutragen. Überwältigt und sich unzulänglich fühlend, weigerte sie sich, ihre Sitzungen fortzusetzen und erklärte, dass sie nicht mit der wundersamen Heilberührung konkurrieren könne, die der Hund bereitstellte. Das einst regungslose und unansprechbare Baby begann Anzeichen von Besserung zu zeigen. Nach 1 Monat streckte das Baby, gegen alle Erwartungen, beide Hände aus. Mit der Zeit begann die gelähmte Seite, auf die sich der Hund aufmerksam konzentriert hatte, an Stärke und Beweglichkeit zu gewinnen. Erstaunte Ärzte, die der Familie einst ein düsteres Bild gemalt hatten, standen nun ungläubig da, als der Junge seinen ersten Geburtstag feierte und mit einer Widerstandsfähigkeit ging und lief, die die medizinischen Erwartungen trotzte. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.